Moin Moin und herzlich willkommen. Nein, das ist jetzt kein Video, wie wir hier zusammen spielen, sondern es ist ein Tutorial. Es wird ja immer wieder öfters mal gefragt, wie komme ich an die Mods ran? Es klappt bei mir nicht, der Benutzername geht nicht, etc. pp. Deswegen mache ich jetzt ein kleines Tutorial-Video, das ich dann nachher auch später immer in den Beschreibungen anhängen werde. Sprich, wir gehen jetzt hier zusammen einmal, ihr seht es schon, ich scroll hier hoch und runter, das ist natürlich das Video von mir. Ohne Donnecam, ja, da bin ich sowieso selber, ganz komisch, selbst nicht so zu sehen. Habe auch auf Pause gemacht, ich will einfach nur, damit ihr das seht. Naja, das ist glaube ich jetzt hier das aktuellste Video mit, also eins der aktuellsten vom 23.11. Ich nehme das jetzt gerade auf, am 25. So, hier ist die ganze Beschreibung. Ja, man kann ja auch natürlich, wie war das noch, hier unten weniger anzeigen lassen. Dann ist das nur so viel, wenn man mehr Anzeigen macht, kommt es mehr. Ob ihr das nun hier macht oder im Gaming-Kanal, also YouTube Gaming ist eigentlich egal, dann wäre bloß, glaube ich, der Hintergrund schwarz. So, hier sind diese Benimmregeln für uns, wer mitspielen möchte, natürlich bitte dran halten. Die Serverdaten, damit kommen wir auf noch einen anderen Tut drauf zu. TeamSpeak-Server ist kein Muss, kann jeder, wenn wer Lust hat. Zuhören geht auch, erkläre ich ja mal wieder. So, und dann kommen wir zum wichtigsten, Mods. Ihr könnt die Mods direkt von unserem Server runterladen. Ja, das ist ein Gast-Account, das heißt, ihr könnt euch per Gast-Account bei unserem Server, also in dem Fall eigentlich mein Server, aber ich sag mal unseren Server einloggen und dort die Mods runterladen, die wir aktuell nutzen. Oder auch nur einzelne, also entweder ein ganzes Paket oder einzelne, dazu kommen wir gleich. So, auf jeden Fall ist es im Livestream immer dabei jetzt, ich werde das aktualisieren, dass das dabei ist, oder ist es glaube ich sogar schon, und bei den Videos, wenn die später hochgeladen sind, dort dann auch zu finden ist. So, also ihr seht hier schon, das ist ein blau hinterlegter Link. Mods einfach mit dem Internetbrowser einloggen und fehlende Mods herunterladen. Ich hoffe mal, er öffnet das jetzt hier. Ich habe das noch nicht getestet. Ich klicke da jetzt mal drauf. Er öffnet es hier. So, dann kommt er auf die Seite von unserem Server. Ganz nebenbei, was nicht so wichtig ist, hier oben könnt ihr einstellen die Sprache. Könnt ihr auf Deutsch machen, könnt ihr lassen. Ist eigentlich relativ egal, weil ihr wollt ja nur Mods runterladen. So, jetzt habt ihr hier Farming Simulator, Dedicated Server. Hier ist meistens von dem Serveranbieter. So, hier oben seht ihr sogar schon das Menü, was später kommt. Ne, Mods, bla bla bla. Wenn man da jetzt auf Mods geht, passiert nichts, weil ihr nicht eingeloggt seid. So, wichtig ist, dass hier steht, anmelden bei KSP-LS17. KSP kennen die meisten schon, das bedeutet eben, Kalimbo spielt. LS17 ist natürlich Landwirtschaftssimulator 17. So, hier ist es wichtig, Benutzername und Passwort einzugeben. Diese findet ihr auch wieder hier. In dem Fall hier Benutzer. Ne, abgekürzt, Benutzername, Benutzer, ist in dem Fall Mod-Download. Ihr könnt das natürlich kopieren, wenn ihr wollt. Das mache ich jetzt einmal mit STRG C oder mit Rechtsklick ein, kopieren. Dann hier, Rechtsklick, wer kopieren, einfügen. Wir wollen dann einfügen oder mit STRG V halt eben. So, das ist der Benutzername. Also Benutzer, gleichwertig. Vielleicht ändere ich das nochmal, aber eigentlich ist das ja verständlich. So, darunter, ganz einfach, Passwort. Hier ist vielleicht Englisch, ne, ist auch auf Deutsch, weil es auf Deutsch ist. Also Passwort. Kleingeschrieben Download. Kleingeschrieben D-O-W-N-L-O-A-D. So, das war's sogar schon. Das ist der erste Schritt. Ganz easy peasy, so wie schön ich das einmal sage. So, gehen wir auf Anmelden. Badaum. So, jetzt sind wir schon drin. Er hat vorher schon die Mods gewählt, weil wir vorher die Mods ausgewählt haben. Hier sind noch andere wie Logbuch. Ich glaube, hier kann man Sachen eintragen. Könnte ich auch von wegen, hey, yo, wie sieht's aus? Wir könnten ja das und das mal machen. Oder, Leute, wenn ihr drauf kommt, macht das. Home seht ihr zum Beispiel, ob jemand da ist. Hier sind manchmal auch Fehlermeldungen, das Kollisionsprobleme etc. etc. Hier seht ihr die manche Einstellungen und hier auch die aktiven Mods, die drauf sind. Das ist aber eigentlich das gleiche wie drüben, aber da sind halt alle Mods, die man mal hochgeladen hat. Safe Game könnt ihr auch. Das ist einmal das, wo Kyosho, Dimmy, Jens, Bobby, beim anderen musste ich jetzt euch Lukas, glaube ich, war das, mal angefangen haben zu 6 zu spielen und daraufhin haben wir später gesagt, gut, okay, wir fangen ein großes Spiel mit euch zusammen an. Also haben wir das hier gestartet. Spielstand 2 haben wir nie umgenannt. Heißt einfach so. Könnt ihr theoretisch auch hier runterladen hier hinten und selber spielen, wenn ihr möchtet. Ist natürlich euch überlassen. Kommen wir weiter zum Wichtigsten. Mods. Hier oben Mods. Ganz wichtig, hier oben ist der Bereich einfach auf Mods klicken. Hier seht ihr die ganzen Mods, die alle installiert sind. Jede einzelne Mod. Insgesamt sind zurzeit aktuell 44 Stück. Wir haben gestern noch mal ein bisschen was drauf gemacht. Auch mal was abgegradet. Und wichtig ist, dass ihr diese natürlich besitzt. Wenn ihr diese nicht besitzt, ist natürlich ein Problem. Dann könnt ihr nicht auf den Server rauf. So, hier seht ihr wieder die Disketten. Das bedeutet, ihr könnt jede einzeln runterladen. Hier seht ihr dann auch, da steht da extra FF17 LightAddon.zip herunterladen. Oder FS17JD9630ZIP herunterladen, etc. etc. Das könnt ihr natürlich alle einzeln machen,
wenn euch zum Beispiel nur eine Mod fehlen sollte oder zwei, weil ihr schon mal drauf wart oder wie auch immer, ihr habt die schon und euch fehlt euch nur als zum Beispiel die Palette X Mod, dann könntet ihr hier raufklicken und sagen, ich brauche nur die Palette X Mod, zack, lade ich die runter. Wenn ihr natürlich wirklich sicher seid, was ihr alles runterladen müsst, könnt ihr runtergehen. So, alle gehen einzeln. Und hier unten ist ein schönes Paketchen. Das Paket, wenn man darauf geht, auch mit der Maus, einen Augenblick wartet, alle aktiven Mods runterladen. Das heißt, ihr ladet hier diese 414 MB, also alle Mods, die hier wirklich sind, von oben bis unten, diese 44 Stück, auf einmal herunter und habt die dann drauf, auf dem PC. Dann habt ihr eine ZIP-Datei und die müsst ihr dann nur dementsprechend entpacken. Ich müsste jetzt ja, ich habe da nicht dran gedacht, ich hätte wahrscheinlich nochmal vorher das euch erstellen sollen, aber das mit den Mods installieren ist eigentlich gar kein Problem, das kennt ihr ja auch. Das ist ganz einfach, ihr geht auf euer PC, halt eben je nachdem auf Windows 7 oder Windows 10, geht dann eben auf euer PC, auf euer Arbeitsplatz, jetzt heißt es ja mein PC bei Windows 10, bin ich der Meinung, oder der PC irgendwie sowas. Kann ich eigentlich mal kurz nachgucken, bei Windows 10 heißt es, ja, da heißt es dieser PC, genau, dieser PC, nicht mein PC, nicht der PC, sondern dieser PC, da geht ihr auf dieser PC, beim anderen geht ihr auf den Arbeitsplatz, dann geht ihr auf Dokumente, bei Dokumente gibt es einen Ordner, der heißt My Games. Da geht ihr auch wieder rauf und dann seht ihr schon, da sind wahrscheinlich nicht so viele Sachen drin. Vielleicht auch von anderen Spielen etwas. Da geht ihr dann auf Farming Simulator 17. So, und bei 17 geht ihr dann auf Mods. Und wenn ihr im Mod-Ordner drin seid, seht ihr schon, wenn ihr schon mal Add-ons installiert habt, dass da einzelne ja, RAR-Dateien, ZIP-Dateien drin sind. So, und dann könnt ihr einfach, wenn ihr einzelne runtergeladen habt, diese dort rein kopieren oder ausschneiden aus dem Download-Ordner und da reinmachen, sodass sie dann nicht doppelt auf der Festplatte sind. Oder wenn ihr aber das Paket runterladet, müsst ihr das Paket da rein entpacken. Wichtig ist bloß, dass ihr die einzelnen Dateien, wenn ihr jetzt eine einzelne habt, die nicht entpackt, weil die sind fertig. Und wenn ihr das ganze Paket entpackt, die einzelnen Dateien rausnimmt. Also nicht jede einzelne nochmal einzeln entpacken, sondern das ganze Paket einmal entpacken. Es ist immer wichtig, dass die Dateien als ZIP oder RAR-Datei dort drin sind zum Erkennen und zum Lesen. Das heißt, die einzelne Mod nicht entpacken, die wird einfach so reingeschmissen. Und den Ordner, also den ganzen, das ganze Download-Paket, diesen RAR-Ordner, Win-Ordner, ZIP-Ordner, den müsst ihr natürlich dann entpacken und dann in den Mod-Ordner rein. Natürlich stehe ich immer noch gerne mit Fragen, also wenn ihr Fragen habt, immer noch gerne zur Verfügung. Ich denke aber, dass dieses Video das meiste erklären sollte, in den Sachen, wie komme ich auf den Server rauf, wie komme ich auf die Mods-Seite, wie kann ich Mods einzeln herunterladen und als Paket und das Video enthält jetzt nicht, wie man die Mods installiert, aber ich vermute mal, wie gesagt, Dokumente, My Games, was war das denn, Landwirtschaftssimulator 17 oder in dem Fall Farming Simulator konnte auch stehen, das Englische, so wie hier oben, Farming Simulator und dann halt eben Mods und da reinpacken. Also das sollte nicht, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne nochmal fragen, aber das meiste sollte hiermit erklärt sein. Das Video werde ich immer bei der Beschreibung mit dran machen, wird auch immer mit dabei sein. Ihr könnt da reinschauen jederzeit und dann das da durchhängeln. Ganz in Ruhe, ganz geschmeidig, voll easy peasy. Super, ich hoffe es hilft euch, das hilft auch mir ein bisschen natürlich, das heißt, wenn ihr mal Fragen habt, kann ich darauf verweisen, ich kann mir ein bisschen mehr Zeit für das Spiel nehmen, vielleicht auch für andere Fragen und es ist halt wahrscheinlich schöner, wenn ihr es immer sehen könnt, wann ihr möchtet und ihr habt ja immer die Chancen, direkt drauf zuzugreifen. Also, wir sehen uns im Stream, live, schaut euch meine anderen Videos an, lasst ein Abo da natürlich, wenn es euch gefällt und es kommt nochmal ein Video dazu, wie ihr auch auf unseren Server kommt. Also beides wird in der Beschreibung sein. Dankeschön fürs Anschauen, wir sehen uns auf dem Server oder im Stream, bis dann, ciao, ciao.